die Faszination, Dinge zu machen, die noch nie ein Mensch vorher so gemacht hat, die motiviert mich unheimlich und treibt mich immer weiter voran. Ich bin ein Extremsportler durch und durch und ich lebe für den Extremsport. Wenn ich Free Solo unterwegs bin, dann bin ich fokussiert, die Sinne sind gespitzt bis ins Letzte. Also das Gefühl, das du kriegst, wenn du Free Solo unterwegs bist, das kann da kein anderer geben. Das ist einfach Wahnsinn. Also die Planung für die ganzen Stunts, die sind immer unterschiedlich. Es ist so, dass jeder Stunt hat so seine Eigenheit. Aber was immer gleich ist, ist, dass du halt wirklich ein starkes Mindset brauchst, um diese ganzen Free-Solo-Sachen auch wirklich so durchzuziehen. Und das ist eigentlich das A und O, dass du halt wirklich im Kopf ganz klar bei der Sache bist, egal was du machst. Gerade in der heutigen Zeit ist es schwierig, dass man mal wirklich in sich geht und zur Ruhe kommt, wegen auch den ganzen Medien, Social Media, Fernsehen. Und da ist für mich eben auch ganz wichtig, dass ich Zeit für mich finde, wo ich das mache, wofür ich lebe, kann ganz viel Energie tanken. Ich hole mir sehr viel Inspiration von der Natur und von den Tieren. Wenn man wirklich an sie glaubt und das macht, wofür man lebt, dann kann man eigentlich alles erreichen.
du bist sehr fokussiert vor dem Stunt. Du hast einen gesunden Respekt davor, vor der Höhe oder vor dem, was du machst, weil du weißt, du darfst dir keinen Fehler erlauben. Und das macht es nur mal, dass du deine Sinne nur stärker schärfen kannst und dass du fokussiert bist drauf, dass ja nichts passiert, wenn du so Free-Solo-Geschichten machst. Ohne die Hilfe eines grandiosen Teams wäre das dann so nie möglich gewesen. Und es ist eben nicht leicht, Leuten zu vertrauen, aber ich glaube, ich habe das perfekte Team gefunden, das immer hinter mir steht. Also mein Team ist wie eine kleine Familie. Es sind meine Freunde, meine Helfer, meine Tröster, meine Unterstützer und es pusht dann noch weiter. Ich denke, die Welt steht mir offen. Die Welt ist mein großer Spielplatz und ich bin schon gespannt, was ich als nächstes für Aktion machen werde. Und ich freue mich schon.